Ja. Nein, im letzten. Oh! Hey Leute, was geht? Keine Beispielwerbung zu geben. So Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay. Willkommen zu einer neuen Obi. Wir sind gefangen in einem. Okay, man kann es nicht so erkennen. Könnte auch ein blaues iPad sein. Nein, es ist ein Nintendo DS. Wir sind ja schon aus einer Nintendo Switch, aus einem iPhone und aus einem iPad entkommen. Und jetzt sind wir in einem Nintendo DS. Und da wollen wir jetzt mal entkommen, Leute. Eine neue Roblox-Obi. Und Leute, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Kostenlos. Oder auch gerne nach dem Video Insta abchecken. Instagram kan-xy. Eigentlich so wie hier bei Roblox, nur ohne die 2. So. Funktionieren die Checkpoints? Ja, die funktionieren. So, wir haben hier zumindest irgendwelche Sterne. Keine Ahnung, auf was die... Oh, ich sehe Pokebälle auf jeden Fall. Ich sehe Sonic. Oh, wie hieß denn diese Knutschkugel hier nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Oh nein, wie war nochmal dein Name? Oh, ich habe es vergessen. Kirby. Das muss Kirby sein. Also sind die jetzt in einem Kirby-Spiel? Auch dieser will uns anscheinend gefangen halten, warum auch immer. Ach, das ist hier dieser Nintendo DS-Stift. Das weiß ich auch noch. Der Nintendo DS ist, glaube ich, schon ziemlich alt, muss ich sagen. Da gab es auch hier dieses Sonic, ich glaube zum ersten Mal Super Mario und Sonic Olympiade. So muss ich hier die Dinger, okay, muss ich nicht einsammeln. Ich kann aber durchlaufen. Rup. Habt ihr eigentlich auch ein Nintendo DS? Oh, jetzt bin ich bei Pokémon angekommen. Battle Dimension. Oder Dimension. Natürlich, auf dem Nintendo DS gab es auch das eine oder andere Pokémon-Spiel. Und danach bin ich in einer Poké-Arena oder Pokémon-Arena. So sieht es zumindest aus. Ist aber wahrscheinlich eher ein Labyrinth. Da wollen wir entkommen. So, hier geht's nicht raus. Vielleicht hier. Nope. Das war cool, dass es wieder so eine Obi hier gibt oder dass ich die gefunden habe. Finde ich eigentlich. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Aber was ich nicht cool finde, ist, dass ich hier jetzt nicht rauskomme. Das finde ich nicht so in Ordnung. Komme ich hier vielleicht raus? Sieht gut aus. Yes, I did it! So, hier haben wir nochmal den Kirby anscheinend. Blub. Okay, da war der Start. Wir sind an einem blauen Nintendo DS. Jetzt geht's hier rüber, über dieses Gerüst, so würde ich jetzt mal sagen. Auch das ohne Probleme. Dann sehe ich hier ein Auto oder einen Formel-1-Wagen. Soll es hier Mario Kart sein? Fahre ich halt nicht damit oder ist das so ein... Ich dachte jetzt, das wäre ein Speedrun oder so. Ich dachte, der Kirby hat mir zugezwinkert. Anscheinend nicht. Das ist okay. Also bisher ist es eine sehr, sehr einfache Obi. Ich glaube, ich bin noch nicht gestorben, oder? Bisher noch... Oh ja, hier werde ich definitiv als erstes jetzt sterben. Weil ich hier immer falsch liege. Safe. Oh, das Respawn, das dauert aber ein bisschen. Okay, vielleicht hier. Oh! Muss ich mir hier schon wieder Notizen machen, Leute? Bei einer Roblox-Obi. Checkpoint 13, wir sind auch ganz alleine hier in der Lobby. So, also, als erstes hier rechts, dann vielleicht in der Mitte. Dein Ernst? Ich finde diese Dinger sowas von unnötig. Ehrlich. Richtig unnötig. Rechts, dann sage ich links. Dann sage ich Mitte. Und ich bleibe in der Mitte. Yes! Endlich! So, jetzt haben wir hier so ein klassisches Obi-Ding. Okay, auch hier geht es durch. Hier auch. Oh, das sind hier die von Super Mario. Oh ja, hier ist ein Speedrun. Aber kriege ich hin. Oh, jetzt müssen wir die richtige Röhre finden anscheinend. Das war nicht die richtige Röhre.
Also hier Super Mario, sehr viel Super Mario und natürlich Pokémon. Auch nicht? Dann würde ich mal behaupten, es ist die hier. Nein? Komm schon, Mr. Supreme. Die hier? Nein! Ich kann doch nicht so falsch liegen die ganze Zeit. Oh Mann. Are you serious right now? Ist auch wieder so ein unnötiges Ding. Hier hinten rechts oder wie? Hä? Gibt es überhaupt? Guck mal wieder. Hier hinten links oder wie? Ja, okay. Es geht anscheinend noch weiter. Okay. Kann ich hier durch? Muss ich hier drauf? Ja, ich muss hier drauf. Ich dachte, die Obi wäre schon jetzt vorbei, aber nein, ist sie nicht. Wir müssen noch hier über diese Burg. Oh, hier haben wir die Mario-Pilze, Super Mario-Pilze. Hier ist von Luigi. Ich glaube, das ist ein One-Up. Oder? Könnte sein. Also ein Leben mehr. Das ist ja cool, dass es hier noch weitergeht. Das finde ich gut. Ist sogar richtig gut. Hier haben wir wieder so Wipeout-Style, aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Okay. Oh Mann! Ey, ich bin gerade so hohl. Ich bin auch relativ ungeduldig wieder, was das angeht. So, okay. Jetzt haben wir hier irgendwelche... Was ist das denn? Hä? Dann muss ich da drüber laufen. Kann mir mal jemand erklären, wie das hier gehen soll? Wie komme ich hier nicht weiter? Wie kommt man denn hier weiter? Das verstehe ich nicht. Also anscheinend muss man hier das hier irgendwie betätigen. Passiert dann was dann? Irgendwie aber nicht. Versuch's jetzt mal gerade noch. Ist es vielleicht das? Nee. Was kostet denn hier ein Checkpoint? 35, okay. Eigentlich möchte ich diese Obi ja hier zu Ende bringen, aber... Kann nicht sein, dass wir hierfür bezahlen müssen. Egal, ich skippe mal den Checkpoint. Weil irgendwie... Ist das nicht so ganz einfach hier möglich. Naja, gut. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Das erinnert mich so ein bisschen an Donkey Kong. Das ganz klassische auf dem Game Boy oder Nintendo, Super Nintendo. Jetzt einfach hier mal hoch. Also die eine Stelle, die hat mich ein bisschen enttäuscht. Bin ich nie weitergekommen. Sind schon ziemlich weit oben hier. Könnte auch eine Baustelle irgendwie sein. Oder Gerüstbau. Oh, jetzt müssen wir hier, glaube ich, drüber. Da bekomme ich ja ein bisschen Höhenangst, um ehrlich zu sein. Okay, was ist das? Okay. Ein bisschen verwirrend. Darf ich jetzt nicht auf das Blaue oder... Nein, auf das Rote nicht. Oh Mann, das ist schon ziemlich schwierig. Der Treppe hier. Niemals. Hä, ich hab doch gar nicht berührt. Also diese Obi, die ist definitiv zu schwer. Okay, ich muss eins, da darf ich nicht doppelt springen. Da muss ich einzeln springen. Hier kann ich wieder doppelt springen. Ey, ich hab doch nichts gemacht.
Vielleicht muss ich in einem auch einfach mal durch. Nein! Im letzten? Oh! Ey, das kann doch nicht sein, dass ich das im letzten nicht hinbekommen habe hier. Der Nintendo DS. Ey, are you serious? Das ist so unnötig. Ich find's gut, weil sowas hatten wir bisher noch nie bei einer Obi. Also so eine Treppe, die nach... Das ist so übertrieben! Nicht doppelt! Nicht doppelt! Hier springen wir jetzt einzeln, dann zack. So unnötig. So unnötig. Roblox-Spiel so anstrengend sein. Okay. So hier rüber, darüber, so darüber, darüber. Okay. Endlich. Jetzt über die Super Mario Geister. Wie hieß die denn nochmal? Keine Ahnung. Ist mir jetzt gerade auch egal. Du wirst diese Dinger hier wahrscheinlich nicht berühren. Ich tue es trotzdem. Natürlich. So, habe ich die Obi jetzt schon geschafft oder nicht? Walk to Winners. Oh, Gott sei Dank. Okay. Und das ist hier der Nintendo 3DS, gehe ich mal von aus. So, wir werden jetzt natürlich hier in Richtung Sieg gehen. Na, also, wir haben gewonnen. Ah, guck hier. Ah, ja, okay, jetzt kann man den Nintendo DS besser erkennen. Wir werden gleich auf jeden Fall mal rüberfliegen. Er ist noch am Strom hier. The Walk of the Winners. Ja, aber die eine Stage, ich glaube, die war buggy. Also, ich wüsste nicht, wie man die schafft. Ich muss auch sagen, dass die Obi einige negative Bewertungen bekommen hat. Ich finde es eigentlich cool, bis auf diesen einen Checkpoint, der anscheinend nicht so ganz funktioniert. Da mussten wir uns ja mit Robux uns zum Ziel kaufen und das ist eigentlich nicht Sinn einer Obi. Die sollte man auch ohne sich was zu kaufen schaffen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da irgendwas buggy ist. Da passt irgendwas nicht. Almost there. Wir sind fast da, Leute. Leute, wenn euch diese Obi trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn sie euch gar nicht gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Lasst doch aber gerne ein Abo da, kostenlos natürlich, wie schon angesprochen. Und aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer eine schöne Benachrichtigung. Und ihr könnt auch einstellen, ob ihr immer eine haben wollt oder nur zwischendurch. Also wenn ihr davon genervt seid, könnt ihr sie auch ausstellen oder auch zwischendurch. Aber lasst sie doch an, ich hätte nichts dagegen. So, und ich glaube, wir sind in der Disco-Area angekommen. Yay! So, und ich möchte euch natürlich, ich hoffe, das klappt irgendwie. So, wir nehmen uns mal Speed. 50, ein Lightpath. Und dann gehen wir mal in Richtung vom Nintendo DS und da fallen auch schon einige wieder raus. Ja, so ist das manchmal. Gucken wir uns den Nintendo DS mal von vorne an. Ob der denn auch wie ein Nintendo DS aussieht, aber ich denke mal schon. Ja, das sieht super aus. Ja, guckt euch das mal an. Ein Nintendo DS. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Lasst so ein Abo da. Und dann, Leute, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.